Gratulation, es war wirklich berauschend, kann ich nur sagen. Ich kenne das Stück, ich habe es schon mal gesehen, aber dachte, naja, schauen wir es uns halt an und so weiter. Aber es hat trotzdem gefesselt und vielleicht hört man ein bisschen besser dann auch auf die Worte hin und das Ambiente. Ich meine, das Ambiente ist ein Wahnsinn. Also wir sind sehr froh, dass das Wetter hält und hoffentlich auch morgen halten wird beim nächsten Mal. Aber das Stück an sich, ich meine, als Regie sehe ich das jetzt schon wirklich zum 100. Mal und es fesselt mich immer wieder. Und es ist jeder Abend auch eine neue Intensität zwischen den Akteurinnen und Akteuren. Und es ist ein traumhaftes Ambiente hier und eine tolle Stimmung mit dem Filmpublikum, das auch gekommen ist. Katastrophe! Katastrophe! Wieso? Der totale Reinfall. Ich kam ins Café Schlosspark herein, da waren wir zu fünft. Stellen Sie sich das vor. Vier andere Frauen und ich. Und ich glaube, es ist einfach eine Szenerie, die eigentlich immer wieder passieren kann. Es ist nicht so überzeichnet. Ich meine, es wird natürlich mehr herausgespielt, aber es kann wirklich fast eins zu eins passieren. Ja, wie ich das Stück gelesen habe, ich meine, in Schlosspark, da steht ja auch diese nette Bank da drüben und da ist mir sofort dieses Bild gekommen. Also wenn man sich da hinsetzt und es setzen sich relativ häufig auch Leute hin, neben die Buchtelefonzelle und lesen und dann kommt wer anderer dazu und man plaudert. Also das sind schon Begegnungen, die sehr realistisch sind und die halt von der Dangl-Familie in ein großartiges Stück gegossen wurden und wir haben, glaube ich, recht viel ja, dran herumgebastelt, dass es wirklich auch hier reinpasst. Schwiegermutter und Glück! Also wenn Sie mich jetzt bitte, ja. Göttliche Komödie. Das ist aber eine lange Komödie. Ja. Die göttliche Komödie von Dante Alighieri. Ist das lustig? Nein, ganz und gar nicht. Absolut. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, hier dieses Sommerfestival oder wie auch immer man es nennt, das Spektakel? Das Sommerspektakel Seiring, ja eigentlich, so die ursprüngliche Überlegung war mitten in Corona, erstes Corona-Jahr, wo man dachte, naja, irgendwo, man kann nirgends drinnen spielen. Mhm. Wir haben ja einen Nestor geprobt gehabt, der nie rausgekommen ist. Ja, und da steht eine Location. Und im Sommer, im Juli, passiert normalerweise nicht wirklich viel. Es sind noch viele auf Urlaub, ist klar. Und ja, es hat dann ein Jahr gebraucht und wir haben letztes Jahr angefangen, das Sommerspektakel in Kooperation, sind die Bäuerinnen Seiring, das sind die 21er, das ist der Verein, der hinter dem Ensemble X21 steht und eben Bauer Korb Trainerei. Wir haben uns zusammengetan, ich bin bei allen Vereinen dabei, also bin ich so das Mittelstück. Und man dachte, ja, da muss man was machen, einen Ort der Begegnung im Freiluft. Zu schauen, dass man sich halt dann doch wieder begegnen kann. Corona ist nicht vorbei, aber die Kultur lebt wieder. Und sie sollte auch hier im Kulturzentrum Schloss Seiring weiterleben. Das war so auch im Sommer. Absolut, da kann ich dir nur beipflichten. Und vor allem, es ist nicht nur ein wunderschönes Ambiente, es hat auch eine gewisse Magie. Also das Gebäude an sich ist, ja, also der ganze Schlosskomplex, ich kenne ihn ja sehr gut, nicht nur den Komtessentrakt, der ja seit der Renovierung auch wirklich kulturell viel zu bieten hat, sei es die Stadtbücherei, sei es die vielen Lesungen, aber natürlich auch, ich hoffe auch die spielen wieder mal, das Theater vor dem Schloss, das ja über Pfingsten normalerweise spielt, also dass es hier mit Kultur und auch zur Begegnung führt und eben unterschiedlichste Vereine, die ganz unterschiedliche Zwecke haben. Die einen fördern eine Schule, die anderen fördern die bäuerliche Weiterbildung und das bäuerliche Tun, auch das bäuerliche Frausein. Ja, da habe ich gedacht, ja, und ich habe ein bisschen so das Know-how dahinter und den... Ja, die Energie kann ich gar nicht mehr sagen jetzt dann langsam, aber ja, zumindest den Wahnsinn, dass ich es versucht habe durchzuziehen und ich glaube, es ist, wie man sieht, geglückt. Absolut stimmig, kann ich nur sagen. Super. Dann sage ich recht herzlichen Dank und wir freuen uns schon dann auf das dritte Spektakel. Auf das dritte Teil des Sommerspektakels, die Lied- und Leserevue Sommerfrisch und Munter. Auch wieder mit dem Ensemble X21, mit altbekannten Texten und Liedern aus der Grammophonzeit, aber frisch entstaubt mit aktuellen Bezügen. Wir freuen uns. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Herzlichen Dank. Danke. Nein, was denn noch? Er war Waffenhändler. Das habe ich aber erst nach seinem Tod herausgefunden. Er hat Waffen in alle Welt verkauft. Und die haben Sie jetzt alle geerbt? Nein, aber das Geld.
Er hat ein Vermögen damit gemacht. Radkappen und Waffen. Ich habe... Gut, jetzt habe ich zwei Profis da. Wir haben jetzt ein Stück gesehen. Wie gefällt es euch? Ich frage mal... Ja, fangen wir mal bei dir an. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich prädisponiert, weil ich diesen Menschen so sehr schätze, der da in der zerrissen, hin und her zerrissen zwischen zwei Frauen hier auf der Bühne so präzise gespielt hat. Also es hat mich verblüfft, ich habe viel erwartet, aber die Erwartungen sind übertroffen worden, weil es auf den Punkt kommt und weil das, da habe ich riesen Respekt, der Textlawine ist. Ich bin ganz gut im Extemporieren, aber sich an Texte zu halten, René, du weißt es. Ich weiß. Ja. Und man muss ja auch den Platz geben, dem Partner. Richtig. Und den Partnerinnen in dem Fall. Weil wenn du extemporierst, mach lieber einen Soloabend. So weil sonst so stürzt man ja ins tiefste Unglück, Partnerinnen. Richtig, ja. Und die waren so auf den Punkt. Das hat mir so gut gefallen. Das Stück ist ja auch herrlich. Absolut, wunderschön. Ich liebe das Stück. Also ich habe es heute zum ersten Mal gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe es auch nach eurer Information im Theatercenter Forum nicht gesehen. Bin aber froh, dass ich es hier zum ersten Mal gesehen habe. Ja, hier ja. In diesem Ambiente, mit wirklich, also man hat wirklich das Gefühl, ja, das ist Schloss und da vorne ist der Schlosspark. Also und das man, Café. Man glaubt es hundertprozentig. Ja. Ja, ja. Und gespielt ja genauso, wie du sagst. Also die Susanne hat mich eingeladen. Sie war ja meine Frau zuletzt, also in Pünktchen und Anton, die Frau Pogge. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hergekommen bin, weil ich hätte wirklich was versäumt und ich hätte zum Beispiel den Kollegen, der da hinten so... Andreas Kainz. Ja. ...so schamhaft steht, vielleicht nicht kennenlernen dürfen und es war wirklich großartig. Also, mir hat auch die Regie imponiert. Entschuldigung, ich da hinein. Großartig, bitte baut's rein. Einfach durch ein Umdrehen von Gras auf Schnee. Genau. Das Rosenstecken in die Hecken. Perfekt. Das sie sogar jetzt. Aber... bin schon angesteckt. Aber das ist einfach Stecken gut. Hecken. Das ist einfach gut. Ja, genau. Und da muss man auch der Regisseurin, glaube ich. Ja, Regisseurin, genau. Den imaginären Hut ziehen, weil das ist sehr präzise. Und auch die Geräuschkulissen. Und auf dem Punkt, der Professor Kainz, für mich ist er der Professor Kainz wieder, jetzt ist er nicht mehr in der Rolle, sagt irgendwas hinten noch, aber es kommt ein Entengeräusch. Ja. Das ist eine Präzision, das hat eine Pointensicherheit. Genau. Das ist simpel, genau. Aber es ist nicht einfach. Es ist simpel, aber nicht einfach, so ist es, ja genau. Ich habe beim Interview zur Regisseurin gesagt, ich habe das ja jetzt das zweite Mal gesehen und es ist nicht fad gewesen. Naja. Im Gegenteil, ich habe noch wesentlich intensiver auf die Worte hingehört. Du hast gesagt, das tiefer. Tiefer, ja, viel tiefer hineingehört in das, was gesprochen worden ist. Und ich muss sagen, es war fantastisch, wirklich. Ja. Schön, dass ihr da wart. Das ist auch gegenüber den Schauspielern natürlich eine Auszeichnung. Dann freut es mich, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Toi, toi, toi. Papaci. Das heißt durch Wolken oder Nebel. Wobei die Wolkenfälle jetzt immer dünner werden und langsam auflockern. Stellenweise gibt es damit doch noch etwas. Was machen Sie denn hier? Ich wollte wieder mal mittwochs vorbeischauen. Irgendwie eine andere Luft. Das liegt am Herbst. Ich kann nur sagen, es war fantastisch. Wir haben schon vorher darüber geredet und ich habe gesagt, ich höre es jetzt das zweite Mal und es war nicht fad. Im Gegenteil, ich habe noch viel tiefer in diese Worte hineingehört, weil es einfach so viel Tiefgang zwischen den Zeilen kann man dann auch natürlich noch einmal lesen. Ja, und wie gesagt, die Rolle gefällt mir immer besser. Das ist eigentlich eine tragende Rolle. Ne? Na ja. Also abgesehen vom Radio. So viel herum. Das Radio trage ich auch. Ja. Das Radio, muss ich sagen, das hat eine Hauptrolle in dem Stück. Aber eigentlich eine Person, die irgendwo so eine eigene Schleue hat. Braucht man, wenn man da mit den Leuten umgehen muss. Ne? Das ist halt notwendig, dass man da ein bisschen durchschaut, durch die Verhältnisse und dass man das schon vor den eigentlichen Protagonisten weiß, was genau, sich abspielt. Ja. Es ist ein traumhaftes Ambiente und es kommt dann die Winterszenen kann ich mir vorstellen, dass sie dann ein bisschen anstrengend sind mit dem. Ja, es ist schon langsam kühl geworden. Ja, ja. Und die Gelsen werden abgehalten. Aber es ist schon eine eigene Stimmung da, oder? Hier, in dem Ambiente jetzt. Ja, genau. Absolut. Naja, der Park, das war halt jetzt wirklich unser Park. Ich habe auch Park gesagt und nicht Platz oder irgendwas anderes. Und das ist schon sehr schön, auch mit dem Hintergrund. Da hat man so das Gefühl, ja, elegant und
Ein traumhafter Abend, ein Lauschiger heute, gell? Wie ist das so, wenn man das Stück öfter spielt? Wird das noch intensiver, oder? Auf jeden Fall. Es war sicher heute auch deutlich intensiver. Ich glaube, bei allen sind irgendwie durch die Hitze auch ein bisschen die Emotionen noch mehr hochgegangen. Ja, ja, und ich glaube, je öfter man es spielt, umso mehr geht man auch in die Tiefe, wie Sie gesagt haben. Das heißt, also die Corona-Zeit kann man da ganz gut vergessen. Ja, absolut, die habe ich schon hinter mir. Das ist schon meine dritte Produktion heuer, deswegen super. Geht's. Ja. Gut, dann komme ich da rüber jetzt. Ja, das ist für mich eine fantastische Rolle eigentlich. Der Mann, der so in den Büchern vertieft ist und nicht einmal die Signale mitkriegt. Es ist einfach eine großartige Rolle, weil man so alle Facetten ausspielen kann. Vom Desinteressierten, vom Grantler bis hin zum... Ja, vielleicht dann zum Liebenden, der dieses Gedicht an sie schreibt, um sich ihr doch zu öffnen in der letzten Konsequenz. Jetzt ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht viel Werbung mehr machen können für morgen, weil das ist ein bisschen zu knapp schon. Aber wenn das wieder aufführt, und ich hoffe, es wird wieder mal aufführt, dann muss man sich's anschauen. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Es ist wirklich ein lustiges Stück mit sehr viel Humor, aber auch mit sehr viel Tiefgang. So habe ich es empfunden. Und es ist wirklich, es ist so ineinander geflossen heute. Das Ambiente und das Stück, das ist eins geworden. Der Park und die Szene, das sind so einfach Momente, die einfach passieren und heute ist es passiert. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Darsteller haben sich wohlgefühlt. Absolut. Ja. Das war auch das Publikum, obwohl es jetzt so auseinander driftet und nicht wirklich eine Atmosphäre ist, war das Publikum sehr, sehr gut. Sehr, sehr aufmerksam und viel gelacht. Gell? Also das war richtig schön. Es ist ja immer schön, wenn was zurückkommt. Es war ein schöner Abend. Und ich habe es jetzt zweimal gesehen, ich werde mir sogar ein drittes Mal anschauen. Und wir freuen uns, dass wir so ein prominentes Publikum gehabt haben. Ja. Das war wirklich schön. Okay, danke schön. Wir danken. Die göttliche Komödie. Ich wünschte, ich könnte schreiben. Ja, sicher. Also bitte, ja? Ja, natürlich. Ganz wie Sie wollen. Ein schöner Park ist das hier. Der Teich. Die Enten. Diese Stille. Finden Sie nicht, dass man hier wirklich seine Ruhe hat? Ja, das finde ich auch. Wenn es nicht Mittwoch wäre und diese Bank nicht gegenüber vom Café Schlosspark stünde. Ich habe verstanden. Bei mir braucht man nur anzudeuten. Ich gehe dann. Lasst fahren alle Hoffnung.